Hallo Leute, willkommen zurück bei Tropico 6. Wir haben ja angefangen, unsere Kolonie so weit auszubauen. Machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir hatten ja den Auftrag jetzt bekommen, dass wir ja Zuckerrohr anbauen und eine Rum herstellen. Piraten greifen Tropico an. Und hier sind wir, ich weiß nicht, unsere Armeen rücken aus. Rücken die bis dorthin aus, kann das sein? Ich weiß nicht so genau. Ich hoffe es, wenn nicht, da haben wir nämlich schon wieder ein Problem. Wenn unsere Truppen jetzt nicht bis dorthin... Doch. Sie versuchen die abzufangen, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wofür genau dieser blaue Radius ist. Aber unsere Truppen versuchen auf jeden Fall die Piraten aufzuhalten und sterben wieder wie die Fliegen. Anscheinend brauchen wir halt bessere Waffen. Ah, wir kriegen Unterstützung. Tropico wird angegriffen. Rumdistillerei. Jawohl, wir verlängern unsere Zeit. Wird nochmals angegriffen. Ich weiß gar nicht wo. Ich weiß nicht. Handel, Felle, Kaffee, Planken, Rum. Ja, Rum. Den können wir mal. Machen wir auch. Machen wir hier gleich als größere Menge oder als kleine? Nein, machen wir mal als größere Menge. Ja, möchte ich unterzeichnen. Tabak wird auch hergestellt. Würde wieder so viel kosten, dann machen wir im Moment nicht. Wie gesagt, das hier war Zucker. Und er braucht Zucker, um Rum herzustellen. Müssen wir warten, bis es geerntet ist. Dann wird das funktionieren. Hier haben wir Tabak. Wunderbar. Hier kommen schon wieder die ganzen Hilfsarbeiterhütten. Rein mit unserem Holzfäller. Ich glaube, noch hat er ein paar Bäume in der Umgebung. Aber wir sollten demnächst hier wahrscheinlich noch ein paar Häuser hinbauen. Und wir bauen mal hier eine Straße rein und bauen dann hier ein paar Häuser hin. Machen wir auch. Irgendwie so muss es hier funktionieren. Schon gut zu wissen, dass unsere Truppen bis hierhin gelaufen kommen, um Angreifer abzuwehren. So, passen jetzt hier zwei dieser Baracken hin. Jawohl. Dann können wir hier unten eigentlich auch noch welche hinbauen. Wunderbar. Das heißt, dass wir hier wieder ein paar Arbeiter vor Ort wieder mehr haben. Schön am Strand. Könnte man ja perfekt eigentlich wohnen. Was ist das hier eigentlich? Ne. So, ein paar Steine. Ich dachte schon, hätte jemand ein Zelt aufgeschlagen. Wildcamper. Okay, 7000. Also langsam sollten wir auch Geld bekommen. Das heißt, das muss jetzt alles auch laufen. Und wird gleich schlecht. 100. Oh, der Rum, der geht richtig hoch. Wunderbar. Echter Exportblend. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Einheimische Vermarktung. Arbeitsmodus für alle Gebäude festlegen. Die Produktionsleistung sinkt um 25%, wenn dieses Gebäude funktionsfähig ist. Steigt die Effizienz der Taverne und Cocktailbar. Aber das ist interessant, wenn man mal große Eigner hat, also Tourismus zum Beispiel, dann wird es wahrscheinlich interessant. Handelsrunde mit der Krone, ja, müsst ihr normalerweise schon aktiv am Laufen sein. Wir haben ja nämlich aktive Handelsrouten, einmal Gold, einmal Rum, 20 Gold noch, dann haben wir die nämlich geschafft. Hier haben wir noch nichts, Gold. 29 Monate und so viel. 7 Monate und einen Tag. Ach, da fehlte minimal Gold. Ja, das ist natürlich nicht ganz optimal. Egal. Hier werden die Wohnungen hochgebaut. Bauen wir wahrscheinlich bald die nächste Taverne. Warum ist das alles gestrichen hier? Verstehe nicht. Flüssiger Schwermut.
All you can drink. Senkt die Arbeitsqualität um 20 Effizienz steigern. Aha. Und wir werden mal wieder angegriffen. Was ist denn hier das Ziel? Oh, unsere Rumbrennerei ist das Ziel. Aber unsere Truppen kommen gleich entgegen. Ich weiß gar nicht, unsere Häuser hier haben eine hohe... Ne, das ist leer. Okay. Die Barke geht noch. Wir brauchen mehr Leute mittlerweile. Uns gehen die Leute aus. Nicht gut, nicht schön. Ah, da kommt unsere Verbrecherbande zurück. Was sagt unsere Piraterie? Viele Leute retten. Ah, das ist gut. Schatzjagd. Danach können wir wieder hier ein bisschen Gold und Kaffee und so ein Zeug klauen. 109. Es ist wieder jemand an Bord gekommen. Mitgekommen. Ah, 1200 Kohle, 1800 Baumstämme und 2000 Ananas hatten wir geklaut. Ja, gar nicht mal so schlecht. Die Angreifer wurden besiegt. Das gefällt uns auch sehr. So, Tabakplantage. Bräuchten wir bald auch noch eine zweite. Ich weiß gar nicht, wie viel Auslastung haben wir hier. Alles einigermaßen auf Lager scheint so hinzuhauen. Ach, die Gebäude sehen auch unterschiedlich aus, beziehungsweise haben sie zweimal gleich gebaut. Alles arme Leute. Tatsächlich. Also die laufen auch alle immer weniger. Bildung, Universität. Ungebildet. Highschool. Kommt aus Spanien, der gute Mann. Ja, aber bauen wir hier jetzt einen größeren Wohnblock hin? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß ja auch nicht, ob man hier später Touristen einlocken kann. Dann bräuchten wir ja normalerweise Stahl und Waffen und so weiter. Was nicht alles möglich ist in dem Spiel. Was sagt denn hier unsere Politik? Revolutionisten, Royalisten. Okay, ziemlich ausgeglichen. Staatskasse. Aktuelle Bilanz minus 759. Ausgaben letzten 5 Monate. Einnahmen letzten. Ja, eigentlich machen wir Gewinn, wenn ich das richtig sehe. Und letzten Monat war wieder negativ. Okay. Frachter 9000. Piraten greifen schon wieder an. Baumstämme erledigt. Fleisch erledigt. Und Gold erledigt. Perfekt. Natürlich verlängern wir unsere Mandatzeit. Nicht, dass wir hinterher noch abgesägt werden. Tabak. Den können wir verkaufen. Da können wir nochmal Tabak hinverkaufen. Dann haben wir noch Zucker. Könnten wir auch verkaufen. Wollen wir aber nicht. Leder. Leder können wir verkaufen. Da können wir auch eine größere Menge nehmen. Nehmen wir die mittlere oder die große? So. Wir haben noch aktive... So, unser Rumauftrag läuft noch, okay. Fehlen noch 250 und Tabak läuft. Ah, nee, weiter schlimm. Das funktioniert. 134 Arbeit haben wir. Gebäude der Kategorie Wohngebäude bauen. Okay. Was ist denn Wohngebäude? Wohnqualität. Okay, hier unten haben wir auch wieder eine volle Auslastung. Hier bauen wir Baracken oder bauen wir die anderen Gebäude? Hier sind alle Wohnungen sind voll. 1, 2, 3. Ja, einfach mal hier unten. Das noch einbauen und dann bauen wir doch einfach mal hier nochmal ein Landhaus. Oder ein paar. Können wir die hinquetschen? Gute Frage. Ich glaube, hier am Strand können wir einfach mal ein,
1, 2, 3. 4 Landhäuser im Bau. Ich hoffe, das reicht dann erstmal im Wohnraum wieder. Ah, hier haben wir mehrere Truppen. Und die sind im Kreuzfeuer. Das ist sehr gut. 14.006 Leute. Ah, Geld bekommen wir auch. Überfall abgeschlossen. Retten. Ah. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich gerade Leute herbekommen. Und Wohngebäude haben wir auch gebaut. Das hat auch funktioniert. Mandat hat Kerker bauen. Und erhöht. Ja, mehr Gouverneur. Mehr. Wir brauchen einen Kerker. Okay, wo haben wir den denn? Nein, Regierung. Kerker. Sie und die Polizei Leute einsperren. Hier sitzen sie die Haft ab. Okay, wo bauen wir denn den Kerker mal hin? Da ist der Palast. Da haben wir davor. Ja, in der Nähe von dem Vor, glaube ich. Unten in die Ecke. Ja, warum nicht? Können wir noch ein paar Straßen bauen. Dann können wir nämlich hier die nächsten Baracken nebenbauen. Zack. Dann passen hier nämlich die nächsten Baracken rein. Aber ist alles einigermaßen zentral, denke ich. Hoffe ich. 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir erstmal warten, ob die alle voll besiedelt werden. Wenn ja, brauchen diese Häuser, brauchen ja glaube ich schon ein bisschen bessere Einkünfte. Genau, arbeitet im Palast. Arbeitet im Palast, ist arbeitslos. Arbeitet im Palast. Was? Im Palast. Und arbeitslos, gerade waren noch Verbrecher. Okay, was haben wir denn jetzt? Rum, Tabak. So, haben wir auch abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt können wir nochmal Gold verkaufen oder Zucker. Ne, ich glaube, wir verkaufen Gold. Nehmen wir 600, jawohl. Nehmen wir lieber die höhere. Fälle wollen wir nicht verkaufen. Haben wir hier noch eine Handelsroute? Nein. Doch, wir haben noch eine verfügbar. Ja, was verkaufen wir dann noch? Wir können Zucker, Planken, Baumwolle. Ja, wir könnten Zucker exportieren ein bisschen. Nehmen wir mal eine kleine Menge Zucker. Ein bisschen Bonus rausholen. Brauchen ja nicht unbedingt alles zu rumverarbeiten. Kerker bauen. Ja, wir verlängern unsere Mandatzeit natürlich. Schatzjagd. 10.000 haben wir bekommen. Oh, das läuft gerade richtig gut hier bei uns. Ja, Aufträge sind noch vorhanden. Aber einen Schatzjagd können wir noch machen. Und dann können wir nochmal hier ein bisschen Beute versuchen zu holen. Industrie. Gerberei haben wir. Sägewerk. Was für ein Effizient hat unsere Gerberei denn eigentlich? Oder Auslastung. Felle, Leder. Ja, das heißt, wir könnten noch zusätzlich nochmal eine Rinderfarm bauen. Da. Eine weitere Farm. Oder wir könnten auch Fischereihafen bauen eigentlich. Ach. Hier wird uns angezeigt, wo es super Fische gibt. Aber es passt hier nicht rein. Doch, da passt es. Ja. Machen wir es doch gleich hier hin, wenn wir doch direkt daneben Fischjagdgründer haben. Den ist jetzt einfach mal. Dann sollte die Effizienz ja relativ hoch sein. Gehen wir noch einmal auf Bergwerke, noch einmal in Erinnerung holen, wo es welche Ressourcen gab. Genau, hier gab es Kohle und da gab es Kohle. Hier oben ist auch nochmal Kohle und da gibt es Gold nochmal. Muss man echt darauf achten, dass man es nicht zubaut.
Wenn wir es jetzt so bauen, dann würde es direkt wieder verkauft. Das ist auch nicht so Sinn der Sache. Und Revolutionäre brauchen wir unbedingt mehr. Ich weiß nicht, warum wir eigentlich keinen Auftrag bekommen. So, Mandatzeit und das Handelsroute mit der Krone erfüllen. Ja, das machen wir automatisch irgendwie zwischendurch. Sind sie direkt abgehauen hier? Keine Arbeiter am Start? Wo haben wir eigentlich unsere Statistik? Bevölkerung. Wie viel Arbeitslose haben wir eigentlich? Ich weiß es nicht genau. Wir müssen mal einfach schauen, dass wir es hochbekommen. Kann doch nicht wahr sein. Arbeitslose 0 Stück, freie Arbeitsplätze 13. Wir brauchen unbedingt mehr Bevölkerung. Ja. Dann warten wir es doch mal ab. Wir werden schon wieder angegriffen. Aber unsere Soldaten sind sofort am Start. Wunderbar. Laufen nur irgendwie dran vorbei. Wo laufen die hin? Das darf doch nicht wahr sein. Färbeln sich selber hier. Ah, jetzt haben sie gefunden. Ja, ein bisschen mehr Koordination wäre nicht schlecht gewesen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute. Also über unsere Piratenbucht können wir eventuell auch nochmal hier viele Leute retten. Aber die Priorität nach vorne setzen. Und hier genauso. Machen wir das zweimal Leute retten. Geld und Ressourcen haben wir im Moment hier genug. Und wir brauchen mehr Migranten. 5 Jahre, ein paar Monate noch. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir keine weiteren Aufträge hier bekommen von den Zirkus bauen. Oh Gott, kein Wunder, dass wir es nicht bekommen. Wenn ich das natürlich auch vergesse. Ein Auftrag von den Kriegen. Oh, was war das denn? Unterhaltung war das. Zirkus. Oh, ganz schön teuer. Aber wir haben es ja. Und er hat auch einen riesigen Bereich, den er abdeckt. Ja, dann bauen wir einfach mal hier oben hin. Hier in der Mitte rein. Neben den Knast, ist so gut. Haben sie alle was zu lachen? Dann bauen wir den Zirkus nach hier. Ja, was sagen unsere aktuellen Gold? Ja, 100 Stück brauchen wir nur noch. Zucker haben wir noch gar nicht exportiert. Das ist schlecht. Das heißt, ja, wir nehmen erstmal die Migranten. Weil wir ja mehr Leute brauchen. Und hier könnten wir mal eben. Ja, wollen wir feuern. Zu. Auffeuern. Zu. Feuern. Zu. Feuern. Auch zu. Dass wir erst die Handelsroute fertig kriegen. Jawohl, hier haben wir jetzt keine Leute drin am Arbeiten. Der Zucker muss so verkauft werden. Exportiert werden. Und da haben wir schon wieder irgendwie Piraten. Ach, ich glaube, das war echt das Beste, was wir machen konnten, dass wir dieses vorgebaut haben. Und wenn wir schon derbe Problem gewesen. Schließen Sie den Überfall Beute ab. Okay. Wo haben wir denn Beute? Ah, da. Ja, ist ja schon fast soweit. Warten wir es ab. Dauert noch ein paar Sekunden. Na, was haben wir jetzt hier? Senken Sie die Arbeitslosenquote auf 7%. Ist doch schon direkt erledigt. Wunderbar. Wir hatten noch zu wenig Arbeiter. Ich glaube, das ist ein Traum für jeden Staat. Hier fehlen Fälle. Jawohl. Beute abgeschlossen. Nochmal 10 Migranten. Oh, was sagt unsere Handelsrouten? Handel, Handel, Handel. Wird der Zucker endlich verkauft? Immer noch nicht.
Hey, 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 hey. Ich hoffe, das ist jetzt gleich. Ah, die nächste ist abgeschlossen. Wunderbar. Wir brauchen Mandatzeit. Einfach nur Mandatzeit. Revolutionäre fehlt auch noch ein bisschen. Was sagt denn jetzt unser... Oh, Gummigümmer. Verkaufen? Ja, warum nicht? Gummi kann auf jeden Fall schon mal verkauft werden. Was sagt unsere aktuellen Handelslisten? Zucker. Na, 25 fehlt jetzt natürlich noch. Egal, dann können wir es gleich wieder aufmachen. So lange müssen wir jetzt warten. In der Folge wusste ich niemals diesen Zuckervertrag angenommen. Besser die fertig waren. Bringen ja normalerweise eh mehr Geld. Geld haben wir jetzt auf jeden Fall schon ohne Ende. Können wir denn dann noch bauen? Wenn wir schon mal viel Geld zur Verfügung haben. Ein Kokosnussernter, den brauchen wir nicht. Fische auch nicht. Wir müssen hier in unsere Bevölkerung nochmal reinschauen. Arbeitslose, 4 Arbeitslose. Wunderbar. Ja gut, hier haben wir ja 4 Jobs frei. Dann haben wir auch wieder alles belegt. 160 Einwohner mittlerweile. So langsam wird etwas. Unsere Gummiplantage. Jawohl. Eine Bibliothek bauen. Das ist nicht das Problem. Holzfällerlager bauen. Auch das können wir machen. Holzfällerlager bauen wir einfach hier oben hin. Kann er sich schon mal abbauen in der Zeit alles. Ich meine, hier unten haben wir auch eins. Das ist jetzt auch endlich erledigt. Was haben wir jetzt eigentlich für aktiven Zucker? Zucker ist immer noch. Oh mein Gott. Bananenbaumstämme. Mais rum. Rum können wir ruhig mal die ganz große Sorte nehmen. Oder. Ja, ich weiß auch nicht. Oder Tabak. Mittlere Menge Tabak. Ist gut. Machen wir. Dann los wenigstens unsere Tabakplantage. Dass jetzt der Zucker immer noch nicht gekauft wurde, hier immer 25 fehlen, das nervt mich echt sehr. Kann doch nicht wahr sein. Jawohl. Ach ja, Bibliothek. Jetzt hätte ich ja bald schon wieder vergessen. Medien, Tourismus, Wohngebäude, Industriebüro. Wo gab es denn eine Bibliothek? Kapelle. Bibliothek. Wunderbar. Die sieht doch ganz nett aus. Die können wir eigentlich hier neben dem Palast bauen. Bevor da irgendwelche Kaschem oder irgendwas steht. Und überall müssen immer Arbeiter rein. Von daher müssen wir mal drauf achten. Ah, Leute gerettet. Wunderbar, wieder Personal bekommen. Ja, und die Migranten nehmen auch nochmal. Revolutionäre 52 von 60. Zucker, ja, endlich. Dann müssen wir jetzt erstmal hier wieder alle Arbeitsplätze voll machen. Dankeschön. So, dann können wir jetzt verkaufen rum. Jawohl. 600 können wir machen. Ja, machen wir auch die mittlere Menge. Was sagt jetzt unsere Bevölkerung? Wir haben Arbeitslose 21. Mandatzeit. Handelsroute mit der Krone erfüllen. Ja, das kriege ich mir doch locker im Hintergrund hin. Sprich, wir können eine weitere Plantage gebrauchen. Können wir demnächst hoffentlich eine Tabakfabrik oder sowas bauen. Beste Effizienz wäre in diesem Bereich. Ja, bauen wir es auch so da rein. Wir brauchen Tabak. Straßen müssen wir ja so ein bisschen ausbauen, hier die ganzen Netze. Von daher
ist das wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Natürlich durch die Hütte durch. Wir hätten auch einen höher gehen können, aber nein. Wir müssen doch die armen Bevölkerung ein bisschen ärgern. Okay. Hier stehen die nächsten Slum-Hütten rum. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich mehr Wohnraum. Ja, das ist eine mit Luxusvilla. Oh, die haben gar nicht so die höchste Auslastung hier unten mehr. Hier schon. Hier schön beim Palast, eine schöne Luxusvilla hier am Strand. Ich glaube, wir brauchen es nicht. Ich glaube, wir brauchen eine ganz normale Baracken nochmal hier irgendwo. Genau. Nochmal eine nach hier. Weil die Auslastung ist, glaube ich, noch nicht über auf Maximale. Ne, da sind noch einige relativ leer. Was haben wir denn hier eigentlich? Leder haben wir recht viel. Fell haben wir relativ wenig. Das heißt, wir könnten eigentlich nochmal Kühe an Fisch herstellen. Jawohl. Wir haben doch hier. Genau, das läuft schon automatisch. Warum nicht? Ja, genau, ich hatte gesagt, nochmal eine Farm mit Rinder. Komm, passt sogar perfekt hier hin. Hier unsere Rinderfarm. Können wir die Industrien erweitern. So, wo ich gerade die Uhr wieder im Blick habe. Sollten wir mal jetzt wieder einen Break machen. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und morgen machen wir weiter. Hoffe ich mal bis morgen. Macht's gut. Ciao.